Leute, und willkommen zu einer neuen Folge Super Lucky's Tale. Letzte Folge haben wir Welt 2 beendet und einen Boss gemacht. Ja, das mit dem Bossen geht schneller als gedacht. Aber gut, ich schätze mal, wir gehen dann weiter. Wir sind gerade auf einer Wüste, ja, auch wenn es gar nicht so aussieht irgendwie, aber jetzt sind wir hier und fangen mit dem ersten Level an. Und zwar Yammer Yetis. Yammer Yetis, ja, glaub schon. Was mir auch auffällt, ist, wir haben 16 Leben, Alter. Wie wollen wir die verschwenden? Aber gut. Okay, dann beginnen wir mal. Kriegen wir was dafür? Nein. Hier sind unsichtbare Münzen. Ich meine, wenn man alle einsammelt, könnte man was kriegen. Aber sieht jetzt nicht so aus. Hier ist Farbe. Nichts echt. Der Fettsack wird uns ansprechen. So wird das nie etwas. Diese Bröselmonster zerstören unsere ganze Arbeit. General Schnurhaar hat sie dazu angewiesen, weiter Geschenke zu verhindern. Vertreibt sie aus der Paketstation oder so? Ich habe es gerade nicht gelesen. Das können wir schlagen oder auch nicht. Du bist einfach da. Verstehe. So, was war das? Das bewegt sich. Ja, okay, das faltet sich einfach ein und aus. Und hier ist nichts. Ah, oh mein. Ich denke, ich bin behindert. Ich springe so rüber. Okay, und hier kommt man normalerweise hoch. Okay. Dich töten wir. Das sammeln wir ein. Kann man sie umbringen? Ja, oh mein Gott, aber nicht mit einem Hit. Drei. Und wir müssen alle auch töten. Das ist eine Aufgabe. Scheiße. Dann hoffe ich mal, dass das nur limitierte Gegner, also dass es nur Gegner für diese Map ist. Einer ist hier unten. Weil die sind echt schlimm, wenn es die mehrmals gibt. Hier ist eine Clock, die nehmen wir. Oh fuck, damit habe ich nicht gerechnet. Da ist ein U, das sehe ich, das holen wir uns dann. Nein! Ja, okay, hier am Ende ist ein Schatz, das ist offensichtlich. Als ob ich da so reinspringen würde, ne? Oh mein Gott, hätte man aber vielleicht mal, oder? Wir haben eins verpasst, aber wir sind doch irgendwo random durchgegangen, deswegen ist es noch okay. Ja, das schaffen wir dieses Mal, glaube ich. Ja, easy. Und da kommt nur ein Diamond raus. Okay, brauchen wir wahrscheinlich eh. Wegen den Münzen, weil die werden irgendwie schwerer. Ey. Ja, gut. Wir haben es geschafft, dafür kriegen wir das Ziel, schätze ich mal. Du bist einfach spitze, Lucky. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir in Frieden Geschenke verpacken. Hey, bist du behindert? Ach, krieg ich jetzt nur dieses Leben? Oder war das vorhin auch da? Ich habe es einfach nicht gesehen und bin Dulli. Das war vorhin, glaube ich, aber nicht da. Dann lass mal hier entlang. Das ist zu riskant. Nee, es ist nicht okay. Ich dachte, das klappt wieder zu, sofort gefühlt. Hier oben sind drei Pflanzen, lass die uns fetzen, weil die sehen so aus, als ob man alle töten muss. Finde C. Dann haben wir schon mal das L und U. Nee, was glaube ich da? Das U und C. Das L haben wir nicht. So rum. Das ist irgendwie eine böse Wand, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann ja nicht graben, deswegen gehört sie wohl so, wie sie so gehört. Hier muss aber noch ein Buchstabe irgendwo sein. Ja, ach komm, das ist eine unsichtbare, als ob ich die nicht sehen würde. Okay, hier ist ein L, da war auch eine Münze, eine große. Dann haben wir da wenigstens alles. Das K und Y fehlt noch und die Secret. Noch drei Sachen quasi. Sollten wir finden. Wo geht's aber weiter? Habe ich was falsch gemacht? Ach so, der hat hier den Weg frei gemacht. Das hat er gemacht. Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen, glaube ich.
Pa, ich wollte hier eine glorreiche Festung für Papa Jinx errichten. Oberster Flauschi nimmt die Geschenke und dann nichts wie weg. Wow. Okay, das faltet sich auf. Ich wusste nicht, dass es so schnell geht, Alter. Wir haben aber eh genug Leben und wir haben direkt dort einen Checkpoint. Das ist okay. Nee, ich warte dieses Mal. Alter. Was? Oh Gott. Ich hasse diese Plattform jetzt schon mal. Da ist ein Geldsack, der bringt uns leider nichts. Hinter uns könnte was sein, aber ich hab's jetzt nicht gesehen. Deswegen. Naja, okay, ich glaube nicht, dass hinter uns was ist. Jetzt hoffe ich es einfach, aber. Ja, können wir hier drauf? Sammeln wir alles ein. Ja, nur eine Coinline, aber da sind noch invisible Coins. Hat das noch einen? Okay, wir sind bei 200 Coins. Die bewegen sich nicht. Nee, die sind fest. Okay, das gefällt mir. Weil da bin ich mir sicher. Oder was? Da bin ich mir sicher. Was laber ich da? Da fühle ich mich sicher. So, übrigens, man konnte, glaube ich, darunter. Ja, aber da ist nichts. Hier ist, denke ich mal, das Secret. Oder was meint ihr? Meint ihr, dass das Secret klebert? Ja, sieht schon so aus auf jeden Fall. Oh nee. Oh mein Gott, Mist. Oh mein Gott, ich habe da alles 4 Grad riskiert. Also frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe es geschafft und das reicht mir. Was ich aber bis jetzt sagen muss, ist irgendwie, dass das erste Level 10.000 Mal schwerer war. Fand ich jetzt so. Oder ich müsste es mir nochmal anschauen, das Video mal. Vielleicht war ich einfach so dumm wie ein Stück Scheiße, aber kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht, aber es kam mir viel schwerer vor. Da war doch diese komische Kugel da. Hier ist das K, das gefällt mir. Und ein Checkpoint, aber wir können nochmal zurückgehen, weil da war ein Diamond. Vor allem, wir haben nicht mal das C, oder? Ah ne, doch, das C haben wir, das Y fehlt. So. Da war irgendwo ein Diamond. Ja, der ist da. Da hüpfen wir rüber. Ja, okay, wir müssen wirklich hier so drumherum. Aber das machen wir schnell. Das sollte ja kein Problem für mich sein. Außer man geht natürlich, wie ich, die riskantesten. Stimmt, die roten Sheets sind schneller, das habe ich voll vergessen. Wir haben 300 Coins, ja, wir hätten nicht mal hierher kommen müssen. Aber für die Flags, für den Flags, Leute. So. Ja, easy, guck. Wir haben alles, uns fehlt noch der Y-Buchstabe. Der wo wahrscheinlich noch kommt. Wenn das K da oben war. Okay, ich riskiere keine Münzen, ich brauche die nicht. So, ich sehe das Y, deswegen gehen wir da jetzt hin. Ich finde diese Plattform so schlimm. Ich weiß nie, wo sie sich bewegen, ne? Aber okay. Im Laufschritt oberster Flauschi. Der Störenfried ist hier. Wir müssen in unser unterirdisches Versteck zurückkehren. Dies ist keine Kapitulation. Auch ein taktischer Rückzug kann ehrevoll sein. Wir werden uns neu formieren und zurückkehren, um es diesem Feigling ein für alle Mal zu geben. Und rabum. Wie die einfach wegspringen. Ich
weiß noch, dass das beim ersten dieser Ninja, den wir besiegt haben, der hat sich ja weggetippet. Die zweite hat sich weggebeamt und der springt einfach in die Höhe. Cool. Übrigens, wir können mit einem Kleeblatt den Boss schon längst machen, aber naja. Die zeigen immer so Diamanten, als ob mich das so interessieren würde, ne? Geschenke-Gefahr. Ja, dann lassen wir da hin. Lass kurz beim Shop vorbeischauen, weil ich denke mal, wir können neuen Klamotten kaufen. Wo konnte man Vorschau? Y. Ja, das ist. Also das lohnt sich für 7000 nicht. Nee. 1, 2, 3, 4. Okay, gibt's noch genug Outfits? Oh. Seltener Erfolg freigeschaltet. 15.000 Münzen eingesammelt. Habe ich gerade mit dieser einen Münze, die ich eingesammelt habe, gemacht. Alles klar. Ne, noch ein Level, weil wir sind, glaube ich, erst so. Warte, lass mich gucken. Ja, wir sind bei 11 Minuten. Ich wollte sagen 15. Ah, nee, ich gehe nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Geh mal weg da. Hier ist nichts. Okay, ich hätte gesagt, dass hier unten noch was ist. Aber wieder ein 2D-Level. Mal gucken. Ja, mal schauen, ob das auch noch lang geht, Super Lucky Tales, weil ich habe jetzt gesagt, das ist maximal. Das muss man so machen, hä? Seid ihr behindert? Ich glaube zwar nicht, dass es so geplant war. Nee, war es nicht. Man müsste eigentlich den hier drücken. Ja. Aber wir machen es auf die coole Art. Und wenn es klappt, warum nicht? Oh, du willst mich doch ärgern, oder? Jetzt machen wir so. Ja, komm, easy. So. Speicherpunkt schon. Das war doch bis jetzt noch. Man konnte doch nur durch zwei Vögel sterben, oder nicht? Naja, bis jetzt haben wir auch alle Buchstaben. Du kannst nichts. Der Coin nehmen wir. Oh, ich dachte, man kann auf das Zelt oder was das ist drauf. Ist aber egal. Ist ja nicht schlimm. Ja, man schaut. Damage. Noch ein Checkpoint. Okay. Ich meine, sehr großzügig dieses Level. Vielleicht ändert sich das aber noch mit der Zeit. Ich kann mir drücken, aber du bringst rein gar nichts. Du würdest uns aufhalten. Dich können wir nehmen, da kommen wir leider nur. Okay, da müssen wir entweder die Plattform schließen, aber wir machen es auf die Hardcore-Sweater-Art. Ja, okay, ich dachte, ich habe keinen Doppelsprung. Also, ich habe Doppelsprung, ja, aber ja, okay, wir machen es auf die normale Art. Oh, da müssen wir außen rum gehen. Die wollen mich aber auch echt abfucken in diesem Level, ne? Egal, wir machen das Level mal kurz bis hier. Ja, okay. Das Trampolin sollte man nicht mal benutzen. Und wahrscheinlich kann ich nicht mehr hoch. Ja, ist jetzt egal. Ich bin eh runtergefallen. Und jetzt wissen wir auch, wieso der Hebel hier unten ist. Falls es halt so Dödel wie mich gibt. Ja, dann können wir so. Das ist ein Hebel, ich weiß aber, wir drücken den mal, weil der ist ein bisschen. Ich drück den einfach so, es kann zwar sein, dass er einfach nur die Plattform. Darüber reden wir nicht. Es kann sein, dass die einfach nur die. Komm ich da überhaupt ran? Digga. Lost Patrick heute am Start, oder? Nee, was ich sagen wollte, es kann einfach sein, dass sie die Plattform verschiebt, so wie es auch gemacht ist, aber vielleicht war es ja ein Hebel zu einem Gang oder so. Hier ist definitiv der Fragezeichen. Ich wollte gerade sagen,
Ja, okay, ein Zeitrennen, wie wir schon kennen. Heißen die. Es ist das. Fragezeichen. Ja, aber wie soll ich das so schnell kriegen? Wie lange habe ich Zeit? So. Das nehmen wir und zurück kommen wir durch den gleichen Weg. Okay, dann haben wir das schon mal, was übelst easy war. Also wirklich. Wow. Das ist K. Dann können wir auch kontrollieren, ob wir was verpasst haben, weil ich würde es gerne wissen. Nope, haben wir nicht. Nur noch der Y-Buchstabe fehlt. Ja, ich dachte, man kann so einsammeln. Hab Angst, dass es nicht reicht, die Coins. Weil, wenn Y noch fehlt, dann müsste es... Ah, das ist ein Diamond, aber... Da kann man nichts nehmen. Ja, los. Das ist Y. Da müssen wir aber von oben uns runterfallen lassen. Als ob. Ich sterbe wahrscheinlich dann so eine Scheiße, ne? Weil ich auf dieses Kackrad falle. Ich sag's schon. Das ist das Ziel. Ich falle echt aufs Rad. Oh mein. Mir fehlen noch Coins, das ist auf alle Fälle, aber nicht mehr ultra viele, also die könnten wir noch beim Weg finden. Ja, hier gibt's keine mehr. Dann lass erstmal das Y einsammeln. Was übelst riskantes einzusammeln übrigens, ne? Holy shit, ich muss... Ja, echt. Ja, wenn ich jetzt sterbe, ist eh nicht ultra dramatisch, dann hole ich mir sowieso dann einfach nochmal die Münzen. Also wäre es okay. Nope, wir haben es aber hinbekommen. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz einfach runter. Ja, kann man eigentlich zerquetscht werden? Naja, teste ich jetzt nicht aus. Könnt ihr machen. Hab grad Angst gehabt, dass da unten noch Stacheln sind. Ey, mir fehlen 4 Coins, können die mal kommen? Ich muss den ganzen Weg wieder hoch. Muss doch 4 Coins geben, die wohl nicht so weit weg sind. Joa, wahrscheinlich, komm. Tu mal nicht so. Es gibt safe noch Coins, ich hab nicht alle eingesammelt. For real? Das Level spendiert dir ja gar nichts fast. Oh mein Gott. Nee, da sind 2 Coins. Das muss aber noch mehr geben. Das kann nicht sein. Wir sind hier unten vor allem am Anfang. Hey, it's real? Also wir können den Vogel töten, aber... Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Nein! Echt jetzt, ich komme nicht ran. Ich kann die Münze nicht holen. Ja, dann beenden wir das und... Ich hoffe, da oben ist noch ein Gegner oder eine Coin, die ich übersehen habe. Hä, aber for real? Wie wenig gibt es denn? Aber halt so, wie ich im letzten Level gesagt habe, ne? Also von den Coins her ist es echt knapp gemacht. Es war am Anfang noch voll großzügig so. Jetzt kämpfe ich mich um diese eine Coin, die ich nicht bekommen habe jetzt. Weil ich sie nicht bekommen konnte. Aber okay. Jetzt bloß nicht sterben, sonst muss ich ja alles nochmal holen. Und da entscheide ich mich lieber. Nee, nicht nochmal. Stimmt, ist eigentlich egal, ob ich sterbe oder nicht. Sieht auch so aus, als ob ich keine Coin übersehen habe. Oh mein Gott. Ja, so ist es halt. Vielleicht gibt es so Secret mit Diamonds oder so, die ich nicht gefunden habe. Aber ich glaube nicht, dass ich... Also, ich habe ja alles eigentlich abgeguckt, so. Das ist ein Vogel. Wir könnten von der Theorie... Ey. Voila.
Hallo. Ich krieg keine Coin. Ja, ist aber nicht schlimm. Was ich nochmal schauen kann, ist hier. Fällt mir noch ein. Weil hier bin ich gar nicht ganz nach oben gegangen, aber ich glaube nicht, dass hier was ist. Bin ich ehrlich. Nope. Das nothing. Gut, dann beende ich das so und dann sammeln wir nächste. Gehen wir nochmal hier rein und holen uns 300 Coins. Auch wenn es jetzt eigentlich weh tut. Wegen einer Coin. Das nochmal zu machen, aber. Ey, diese Kissen triggern mich aber auch nur. Oh, 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 oh. Oh mein. Ich bin der Welt. Ey, wäre ich da gestorben, ne? Jetzt bloß keine Faxen. Oh mein Gott. Als ob diese eine Münze. Die Münze der Hoffnung einfach. Die Münze der Hoffnung. Wer hätte es denn gedacht? Ja, okay, die Level können wir noch machen. Operation, spitzes Ding, macht man ab. Aber diese kleinen Level können wir machen. Die machen wir noch. Oh, ey, diese Münze. Oh mein Gott, gibt's aber viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nee, aber ey, das war einfach die Münze der Hoffnung. Ich werde das Video auch so benennen, deswegen. Oh, das ist wieder der da. Willkommen zurück. Ich habe eine neue Fuhre für dich. Die werden einen guten, hohen Schwierigkeitsgrad für mein Spiel abgeben, an dem ich abends arbeite. Ja, also deine letzten waren ja etwas schwach, ne? Folge 2 könnt ihr es anschauen. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, wobei. Doch. Nee. Okay, warte, doch, das ist schwieriger. Aber das geht auch. Also ich hab's hier. Oh, nee, ich hab's doch nicht. Wait, what? Okay, das ist tricky. Hä, warte, wie soll ich den denn rausbekommen? Also ich könnte jetzt so machen. Ach so, ja. Nee, ich habe mich gewundert, aber. Ja, doch, doch, doch. Ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Da war ich einfach nur der Lost Boy. Hier, komm, gönn. Ja, war nicht so schwer. Das war wirklich nicht schwer. Da war ich einfach nur lost. Da war ich nur lost. Da gab es auch nicht so viele Optionen. Also hätte ich eigentlich drauf kommen müssen. Also bin ich auch, aber früher. Du musst mir doch nicht jedes Mal so eine scheiß Animation zeigen. Ich weiß, dass da ein neues Level kommt. Das ist jetzt sehr offensichtlich. Komm schon. Ja, ich komme ja schon. Hey Rätselmeister, in Spee, lass mich wissen, was du von dem hier hältst. Du kriegst ein Kleeblatt, wenn du es lösen kannst. Ja, das weiß ich ja schon. Das musst du mir doch nicht sagen. Boah, ich dachte gerade, ich habe mich gerade erschrocken. Nee, 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 aber lass mal. So, dich haben wir. Ich glaube, ich hab's, aber ich sag mal noch nichts. Ich kann mich nämlich ganz schnell irren. So wie jetzt. Nee, doch nicht. Ich hab's, glaube ich, doch. Doch, doch, doch. Ich muss nur den kurz verschieben. Dann muss ich den runterbekommen. Nee, warte, was habe ich gemacht? Ich bin so eine Intelligenzbirne. Was mache ich hier? Nein, geh runter.
Ja. Hoch mit dir. Okay, ich hab's. Das kommt. Nein! Ich hatte es doch gerade. Ey, das Spiel will mich pranken. Ich muss wieder einmal rumherum gehen. Ey, was für ein Scheiß. Genau, jetzt muss ich dich hoch. Dich nach links. Dich nach links. Du bleibst stehen. Und du? Nein, du gehst weg. Du gehst dahin. Du gehst noch einmal dahin. Und nur du. Nur der da. Genau. Nein, was mache ich hier eigentlich? Bin ich irgendwie... Ah, doch. Schon richtig. Dann du nach da. Nach unten. Nach unten. Du nach links. Und du nach oben. Also die sind schon schwieriger. Das auf jeden Fall. Aber ich bin ja einfach nur gerade behindert wie ein Stück Scheiße, ne? Das gehört also auch dazu. Halleluja. So. Let's go. Das sieht interessant aus. Hier sind wir wieder. Ich bin gespannt. Es hat etwas Poetisches. Geh mal weg, Fledermaus, Digga. Das Zusammenspiel zwischen Fuchs, Yeti und Puzzle ist atemberaubend. Was für Yeti? Naja. Ist es einfach oder kommt es mir jetzt nur so vor? Moment mal. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ist. Zumindest habe ich das Gefühl, ich hab's. Ja, ich hab's. Nice. Das ging irgendwie flott. Vielleicht war ich ja wirklich nur lost in den letzten Leveln. Wer weiß. So. Ich finde aber diese Einzellevel manchmal, nur manchmal, aber schwieriger als die normalen. Also, dafür, was man dafür bekommt, ne? Die anderen brauchen länger, aber die sind schwieriger, finde ich. Jetzt geht's ans Eingemachte. Eine echte heiße Sache. Los geht's, bevor ich hungrig werde. Das ist schwer, meinst du? Da bin ich ja gespannt. Ja, ich glaube, damit hat er nicht ganz unrecht. Na, wobei. Doch, ich hab's. Oh mein. Oder? Hab ich's? Warte kurz. Nee, ich sag mal noch nichts. Aber ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Hä, aber... Das erste und zweite war ich so komplett dumm. Und beim zweiten und... und beim dritten und vierten... Easy. Aber gut. Ja, das sind ja Free Kleeblätter so ungefähr. Deswegen... Noch zwei weiterkommen. Noch zwei machen wir. Ab geht's, ab geht's. Ja. Herr Lucky, dies hier nennt sich der Zermaler. Als Hommage an meine Lieblingspfeffermühle von damals. Ich hoffe, es gefällt dir. Nee, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Boah, Digga. Ey, hier kann ich so lang sitzen. Ich
kann mir zwar schon vorstellen, was die verlangen, aber... Ich glaube, ich muss den... von vorn Button später benutzen. Oder was heißt überspringen? Kann ich das Level einfach verlassen oder was? Testen wir dann aus, aber... Was? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Hier. Klar, ich könnte die Figur hier hinpacken und dann den da reinschmeißen, aber dann kann ich sie hier nicht machen. Ich bin sehr verwirrt, muss ich sagen. Ich meine, ich kann ja ohne Probleme die hier und die hier so. Aber dann kriege ich hier die nie wieder weg. Also, versteht ihr, was ich meine? Das geht doch gar nicht, realistisch gesehen, gefühlt. Vor allem, wenn die Statue hier drin ist, kriege ich sie nicht mehr weg, oder? Also, aus dem Zustand. Ich kann sie jetzt nicht mehr rausholen. Ja, von vorn, please. Oder zeig mir, oder nee, überspringen es wahrscheinlich, verlassen. Och komm, ich dachte, die werden jetzt einfach zurückgesetzt. Okay, dann... Ja, wir mussten. Das ist aber verwirrend irgendwie. Ich meine, ich kann von mir aus sagen, bin ich mir sehr sicher, dass der hier muss. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich erstmal mal da kurz so machen muss. Und dass der da eigentlich auch erstmal raus muss. Nur mein Problem ist, ich krieg den nicht raus. Der muss ja hier, der darf draußen nicht verwendet werden. Das muss ja so sein, irgendwie. Das ergibt aber keinen Sinn, irgendwie auch. Ich kann ja jetzt schwer den hier drauf bekommen. Ey, das ist alles so dumm. Das hier ist kein Problem, das Plus. Das kann ich am Ende eigentlich machen, aber... Was mich triggert, ist... Ja, es bringt nichts, weil es ist ja das Gleiche. Was ich aber machen kann... ist den hier stuck bringen, quasi. Dann kann ich die rausholen, also... Dann ist alles raus. So, was bringt mir das, ist jetzt aber die Frage. Ich könnte das so machen. Dann habe ich einen. Ich könnte den auch wieder zurückschmeißen. Dann habe ich zwei. Aber den kriege ich nicht raus. Gibt es hier ein Geheimnis im Level oder so? Also. Nee. Könnte ich mir vorstellen. Aber wenn die das wirklich gemacht haben, dann im letzten. Ja, schwierig. Komm mal her, du eigentlich. Du fuckst mich schon so lange. Kann ich halt echt umbringen.
Kann ich in den Statuen im Weg... Nee, kann ich nicht, weil wenn ich sie schleudere... Ich hab's kapiert, ich hab's gerafft, ich hab's gerafft. Ja, ihr müsst mir nicht sagen, ich habe es gerafft. Oha. Ja, das ist schon knifflig, aber muss ich sagen. Das ist schon für mich einen höheren Niveau. Aber wir haben's. Boom. Oha. Ich gehe hier schon davon aus, dass Secret ist oder so, Bruder. Wer bin ich denn? Wusstet ihr es aber vor mir? Jetzt mal ehrlich. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich da ja lesen werde. Aber gut. Dann gehen wir mal ganz normal ins nächste. Ja, ich komme ja schon. Das ist das Letzte, was wir auch für heute machen. Okay, da ist er. Mein letzter Glücksklee. Oh lol. Das ist wirklich das Letzte von ihm dann. Jetzt, da ich sie fast alle los bin, möchte ich sie eigentlich gern wieder sammeln. Jetzt im Ernst. Bist du dumm oder so? Stell dir vor, du willst Geld loswerden und dann sammelst du es wieder. Das ist irgendwie... das sieht einfach aus, ist aber gar nicht wahrscheinlich. Ja, dich klemme ich wieder da ein. Dann habe ich oben fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh nee, ich bin so ein... Ja, okay, okay, das geht doch, das Level, das habe ich schon, glaube ich. Dann machen wir so. Ah nee, habe ich nicht. Boah, Digga. Was denn? Nee, ich hab's nicht. Mach bringen, warte, mach mal die weg. Du bleibst mal da. Wobei, nee, du bleibst nicht da, dann können wir das genauso wie davor machen. Du kommst da rein und der eine wird dann wieder weggeschoben automatisch. Machen wir das so wie beim letzten Level. Einfach so. Ja, dann müssen wir beide in eine Seite auch räumen. Dann müssen wir das hier verschieben. Okay, das war falsch. Das müssen wir so machen. Ich glaube, das habe ich jetzt gelöst. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, ich hab's. Gut, dann haben wir das auch. Stabil. Zack. Und das ist das letzte Kleeblatt für heute. Gut, dann habe ich diese Folge erstmal durch. Ja, das haben wir dann. Schön. Dann hoffe ich jetzt aber erstmal diese Folge Super Lucky's Tale gefallen. Gebt einen Daumen hoch da für mehr Super Lucky's Tale. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Mein TikTok verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.